Heimer, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich bin seit langem in Bayern unterwegs und schaue mir die Lage vor Ort an, in Flüchtlingsunterkünften, in den Landratsämtern und auch in den Jugendämtern. Die Überforderung ist groß. Ich sage Passau, Rosenheim, München, Sie alle kennen die Bilder. In Bayern kommen besonders viele Flüchtlinge an und auch besonders viele Minderjährige und Unbegleitete. Bisher zumindest waren die Kommunen damit ziemlich alleingelassen, das muss man so sagen. Das alles war nur zu stemmen mit einem wirklich fast überirdischen Einsatz, sowohl der Landräte als auch der Kommunalpolitikerinnen, als auch der Mitarbeiterinnen in den Jugendämtern und in den Landratsämtern. Und vor allem ist es den vielen, vielen Ehrenamtlichen zu danken, dass man das überhaupt stemmen konnte. Und man darf die Kommunen da nicht länger allein lassen. Ich wollte das heute eigentlich fordern. Der Gipfel gestern hat aber jetzt viele Verbesserungen beschlossen, auch dank unserer grün regierten Bundesländer, die da viele gute Dinge, finde ich, reinverhandelt haben. Aber es sind Verbesserungen da, zum Beispiel auch 350 Millionen Euro für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Wie lange das Geld reichen wird, werden wir sehen. Es ist gut, dass jetzt mal was passiert. Wir fordern in unserem Antrag, ich muss jetzt ein bisschen schneller machen, weil mir eine Minute abgezogen wird, weil Frau Dörner überzogen hat. Also wir fordern in unserem Antrag von einer möglichen Verteilung eine intensive Feststellung des Bedarfs durchgeführt wird. Wir wollen in keinem Fall verteilen, wenn es Verdachtsmomente auf Sklavenhandel, auf Zwangsprostitution oder auf Sklaverei gibt. Und wir wollen auch nicht verteilen, wenn der Verdacht vorliegt, dass dieses Kind, dieser jugendliche Kindersoldat war. Ich meine, diese Kinder haben genug durchgemacht. Die brauchen Ruhe, die brauchen ein ruhiges Ankommen. Und da braucht es Zeit, Empathie, viel Sensibilität und viel Professionalität. Eine überhastete Verteilung würde jedes Vertrauen dieser jungen Menschen in ihre Betreuer und Betreuerinnen, aber auch in unsere Behörden erschüttern, was eine Zusammenarbeit einfach sehr erschweren würde. Und vergessen wir den zentralen Punkt nicht, den uns die UN-Kinderrechtskonvention vorgibt. Wir müssen die Kinder und Jugendlichen, Frau Dörner hatte es schon gesagt, an dieser Entscheidung beteiligen. Wir müssen auch fragen, welches Reiseziel sie haben und warum. Und es hat auch gar keinen Sinn, Kinder, die monatelang allein auf Reisen waren, irgendwo hin zu verbringen. Die bleiben da nicht, die gehen weg, die fallen in die Illegalität, die können nicht mehr unter den Schutz der Jugendhilfe des Staates gestellt werden und sind dann ganz allein. Deswegen muss man mit ihnen auch verhandeln. Natürlich ist klar, dass wir nicht jeden Wunsch dieser Flüchtlinge erfüllen können. Das ist nicht möglich, aber die Bedürfnisse ernst nehmen und auch genau hinschauen, was da passiert ist und warum die einen Wunsch äußern, das ist sehr, sehr wichtig. Und deswegen bitte ich Sie, geben Sie sich einen Ruck, auch die Regierungskoalition, und schauen Sie Ihre Gesetzesvorhaben noch mal an, dass Sie wirklich das Kindeswohl zentral in den Mittelpunkt stellen und nicht die Finanzen. Vielen Dank. Vielen Dank.